freue mich jetzt, den Sven Jellern anzukündigen und der uns ein bisschen was zum Thema Mod Gearman erzählen wird. Ich warte noch gerade einen Moment, bis die Tür zu ist, dann können wir loslegen. Ja, servus. Ich muss mich erstmal für meine Stimme entschuldigen. Ich hoffe, man kann mich trotzdem verstehen. Ich habe die letzten zwei Tage alles getan, damit es schlechter wird. Ich werde heute ein bisschen was zu Mod Gearman erzählen, einem Framework, welches eben ein Distributed Monitoring auf Gearman-Basis erlaubt. Ganz kurz, ich bin seit 12 Jahren bei der Firma Consol als Consultant unterwegs. Schaut mal auf die Seite und macht unser Marketing glücklich. So viel Werbung für uns. Ich werde kurz Gearman vorstellen, danach werde ich allgemeine Szenarien vorstellen, gängige Einsatzzwecke, kurz auf die Installation eingehen, ein paar Konfigurationskniffe zeigen, noch kurz was dazu erzählen, wie man auch Performance-Daten verteilt handeln kann. Und auch bei der Plugin-Ausgabe hat sich etwas zum normalen iOS getan. Kurz zum Schluss dann noch Export-Tools und zum Ende werde ich noch ein bisschen was zur Performance sagen. Genau. Gearman selber ist ein freies Framework, ein Messaging-System, muss ich den meisten, glaube ich, nicht mehr erklären. Man hat beliebig viele Clients, man hat beliebig viele Worker, bei manchen Systemen heißen sie Consumer und Producer oder Receiver oder wie auch immer. Das System ist immer das gleiche. Ich habe eine Möglichkeit, Nachrichten reinzustecken und ich habe Möglichkeiten, Nachrichten wieder rauszuholen und das Ganze machen wir uns einfach zunutze. Das Schöne an Gearman ist, ich habe Language Bindings für diverseste Sprachen. Also ich kann da per C, Java, Perl, PHP, Python, Shell und wahrscheinlich noch andere Sprachen drauf zugreifen. Es ist asynchron, also es ist synchron und asynchron. Wir verwenden es größtenteils asynchron. Das heißt, ich muss auf nichts warten, es ist einfach eventbasiert. Wenn was passiert, dann passiert was, aber ich muss auf nichts warten. Und es bietet halt auch gleich die Möglichkeit, mit das Ganze über Netzwerkgrenzen zu machen. Also das Ganze ist einfach TCP-basiert, das heißt, beliebige Clients-Worker können einfach beliebig im Netz installiert werden. Ich muss auf einen TCP-Port zugreifen können und schon habe ich die volle Funktionalität. Genau, also Gearman selber ist ein freies Framework, das ist nicht von mir, das ist, kann man unter Gearman.org nachschauen, man kann das auch für andere tolle Dinge verwenden, aber es ist irrsinnig schnell und deswegen haben wir ein Distributed Monitoring auf Basis dessen gebaut. Mit NIOS schaut das Ganze dann im großen Bild so aus, wir haben im NIOS-Kern oder Isinga funktioniert genauso, wird ein Modul geladen, dieses Mod Gearman NAP Module, welches einfach alle Checks abfängt, über diese Messaging Queue verteilt und im einfachsten Fall dann einfach von Workern abarbeiten lässt. Der Weg zurück funktioniert wieder genauso, aber eben asynchron, dass der Worker, sobald er das Ergebnis quasi erarbeitet hat, erstellt er genauso eine Message, stellt die wieder in diesen Gearman-Daemon rein und NIOS hat sowohl Client als auch Worker, um sich das Ganze wieder abzuholen. Also sowohl das NAP-Modul als auch der Worker selber sind Client wie Worker in einem, aber das sind Details, das muss einen nicht weiter stören. Genau, letztendlich gibt es auch noch einen PMP von NIOS Worker, der sich eben dann spezialisiert auf diese PMP-Performance-Daten hat und die daraus abgreifen kann und es gibt auch noch Tools, die werden wir nachher noch sehen, um zum Beispiel auch passive Checks wieder in das System reinzukriegen. Aber fangen wir mal mit ein paar Beispielszenarien an, dann wird das bestimmt anschaulicher. Im einfachsten Fall habe ich eine Maschine, ich habe einen NIOS und ich habe einen Worker auf derselben Maschine. Das macht auch dann schon Sinn, weil es einfach schnell ist. Das war zwar so nie geplant, aber es ist schnell. Das Ganze entfernt auch noch ein paar Sachen, die zumindest bei NIOS 3 eben noch blockt waren. Also Event-Händler, furchtbar, der NIOS-Kern hat ja gewartet, bis der Event-Händler fertig ist, bevor er dann wieder Checks ausführt. Solche
Events haben wir dann quasi damit einfach aus dem Kern rausgeholt und führen sie asynchron auf dem Worker aus, ohne den Core blockieren zu müssen. Genauso wie On-Demand-House-Checks haben wir damit auch nicht. Hier in dem Kästchen steht nochmal gleich die Beispielkonfiguration drin. Also im Nagios-Block immer die NAP-Modul-Konfiguration und im Worker-Block eben die zugehörige Worker-Konfiguration, die sollte immer zusammenpassen. Also im Zweifelsfall kann der Worker zwar mehr machen, als Nagios vorgibt, aber es muss zusammenpassen. Erzähle ich nachher aber auch noch ein bisschen was dazu. Das Ganze ist deswegen schneller, weil der Worker natürlich ein kleiner Prozess ist. Das ist irgendwie ungefähr 1 Megabyte groß und tut sich beim Fork natürlich auch schneller. Das Problem wird bei Nagios, oder ich denke ja immer schlimmer, je größer die Konfiguration wird, desto größer wird der Kern, desto mehr Overhead habe ich beim Forken. Nachdem wir das Ganze alles rausziehen, haben wir dieses Problem nicht und das macht das Ganze relativ performant. Zumindest mit Nagios 3. Nagios 4 ist da ja selber unterwegs. Das war das einfachste Szenario, wenn ich alles einfach auf einer Maschine lasse. Genau, den German Demon muss man sich dazwischen einfach denken. Den habe ich jetzt einfach halt halber weggelassen. Das ist dieser schwarze Strich sozusagen. Das ist unser Message-Bus und den brauchen wir immer. Wenn ich das Ganze dann einfach verteilen will, wenn ich sage, meine Maschine ist trotzdem dann am Anschlag, ist kein Problem. Ich setze einfach einen identischen Worker auf und habe automatisch eine Lastreduzierung, indem sich beide Worker die Arbeit einfach teilen. Und ich habe German selber eben arbeitet eventbasiert, das heißt, der erste freie Worker oder derjenige Worker, der am wenigsten unter Last ist, schnappt sich den nächsten freien Job und führt ihn einfach aus. Das heißt, wenn ich einfach zwei gleichwertige Worker starte, habe ich automatisch eine Lastverteilung. Da muss keine Konfiguration synchronisiert werden, da werden ja nur die eigentlichen Check-Jobs werden dort reingestellt. Ich muss natürlich die Nagios-Plugins muss ich auf der Maschine haben, die unter demselben Pfad wie auf der Nagios-Maschine auch. Aber prinzipiell, ich muss nichts konfigurieren. Ich starte einfach den Worker und habe automatisch eine Lastverteilung. Man sieht es hier, die Konfiguration ist immer noch identisch zwischen Nagios, Worker und so weiter. Das ändert sich jetzt, wenn wir das Ganze mal wirklich verteilen und den einen Worker zum Beispiel in ein fremdes Netz stellen. Wenn wir sagen, wir haben hier ein DMZ-Netz und bestimmte Checks müssen wir aus diesem Netz heraus machen, ist auch kein Problem. Dann sagen wir dem Worker oder wir weisen dem Worker eine bestimmte Hausgruppe zu. In dem Fall heißt sie eben Remote, sagen ihm. Er soll Host, Services, Event, er soll alles nicht machen, er soll nur das machen, was in der Hausgruppe drin ist. Also das schließt Host und Services schon ein, aber eben nicht die quasi gruppenlosen Host und Services, sondern nur eben Host und Services aus dieser Hausgruppe Remote. Der normale Worker ist immer noch genauso konfiguriert wie Anna, der macht quasi einfach den Rest. Nagios selber ist so konfiguriert, dass es immer die Summe von allen Workern sein sollte. Das heißt, wir konfigurieren in dem NAP-Modul eben noch die Hausgruppe Remote dazu, sorgen dafür, dass der Worker da ist und wird dann quasi automatisch so verteilt. Genau, sinnvoll eben, wenn ich zum Beispiel eben eine Remote-Installation habe und da nicht einen extra Nagios oder einen extra Core aufstellen will und Konfiguration synchronisieren, Heidenarbeit und umständlich fehlerbehaftet, stellen wir einfach einen Worker rein, der ist für diese Hausgruppe zuständig und wir haben immer noch unsere zentrale Konfiguration. Kann man auch mehrere? Ja, sicher. Also das kann eine komma-separierte Liste sein, also ich kann House Groups, Komma 1, 2, 3, 4, 5 kann ich angeben. Ich finde es sinnvoll, wenn man sich zumindest eine Hausgruppe für dieses DMZ-Netz zum Beispiel erstellt. Also meistens habe ich das ja sowieso schon. Also ich kann hier ja auf die Gruppen zugreifen, die ich eh schon habe. Ich muss ja meistens eben, habe ich ja sowieso schon eine Hausgruppe für DMZ-Haus, weil die irgendwie anders sind. Oder dann kann ich die einfach hier konfigurieren. Aber prinzipiell ist es möglich, da auch eine komma-separierte Liste anzugeben. Also das ist alles bunt mischbar. Also ich kann auch
den die Hosts ausführen lassen, wenn das denn sinnvoll ist. Also das ist eine Konfigurationssache. Ja. Also die Frage war, was passiert, wenn die Verbindung zwischen den Workern abbricht? Wenn die Verbindung abbricht, die Worker sind wirklich prunzdumm, die wissen nichts, sie haben keine Konfiguration, gar nichts, kein Check-Intervall, nichts. Sie haben maximal die Plugins installiert auf der Maschine und führen die Checks quasi auf Zuruf auf. Wenn die Verbindung wegbricht, bricht sie weg und der Worker führt auch nichts mehr aus. Es würde sich anbieten, zum Beispiel den Worker selber von Nagios aus überwachen zu lassen und als Parent für zum Beispiel dieses Netz zu verwenden. Das heißt, ich habe dann automatisch die Sicht, aus Nagios Sicht ist dieses Netz ja eh weg. Also das heißt, ich habe das dann nachgebildet, indem ich den Worker als Parent einsetze. Also. Kommt gleich noch. Das ist das einfache verteilte Setup. Wenn wir ein redundantes Setup machen wollen, duplizieren wir einfach die Worker und haben zumindest die Worker hochverfügbar gemacht. Die Verbindung dorthin ist unabhängig von den Workern. Wenn ich eine Warnleitung habe, ist sie halt natürlich mit zwei Workern immer noch nicht hochverfügbar. Das muss einem schon bewusst sein. Aber ich habe hier jetzt automatisch eben in allen Standorten automatisch auch eine Lastverteilung. Das heißt, wenn mir ein Worker wegbricht, dann bricht er halt weg und der andere nimmt einfach den Rest der Checks. Also nachdem sie das automatisch verteilt, muss ich da nichts umkonfigurieren. Alle verfügbaren Worker teilen sich die Arbeit. Nehmen wir PNP noch mit dazu, dann setzen wir in der Mitte noch Perf-Data auf Yes, dann wird das NAP-Modul einfach noch Performance-Daten in eine spezielle Queue rausschreiben, die dann von dem PNP-Worker abgearbeitet werden kann. Das kann auf derselben Maschine wie Nagios laufen, das kann aber auch auf jeder anderen Maschine auch laufen. Also das heißt, ich kann auch das natürlich auf einer anderen Maschine auslagern, wenn ich irgendeine Maschine habe mit besonders schneller Platte, und dann packe ich da den PNP-Worker drauf und habe auch da die Last von meiner Nagios-Maschine reduziert. Jetzt kommt das Beispiel, ich kann hier nicht nur Hausgruppen verwenden, ich kann auch Servicegruppen verwenden. Wenn ich eben dem Beispiel, ich habe irgendwelche Selenium-Checks, Java-Checks, Checks, die irre viel CPU brauchen und zum Beispiel serialisiert laufen sollen. Es gab in Nagios 3, glaube ich, gab es das. Parallelized-Checks wurde schon entfernt und Max-Concurrent-Checks funktioniert auch nicht toll, weil er ab dem Limit ja einfach nur die Ausführung der Checks einfach kappt. Das heißt, wenn ich Max Concurrent Checks 1 setze, dann kann es sein, dass ein Check immer läuft und alle anderen aber nie. Insofern habe ich hier die Möglichkeit, eben bestimmte Servicegruppen auf einen Worker zu lenken. Dem gebe ich als Max Worker einfach eine 1 mit. Das heißt, hier läuft wirklich nur ein Worker, der einen Check nach dem anderen macht. Wenn da natürlich jetzt 100 auf einmal kommen, wird meine Latenz ein bisschen steigen. Also man muss das nur trotzdem so dimensionieren, dass es von der Last hinterherkommt. Aber ich kann ja auch das zum Beispiel auf zwei Maschinen verteilen. Ich kann diesen Worker wieder duplizieren auf zwei Maschinen, jeweils mit Max Worker 1. Dann können beide, so schnell sie halt können, immer jeweils einen Check nach dem anderen ausführen. Also wir verwenden das zum Beispiel für Selenium-Checks, die wirklich seriell laufen müssen. Wenn zwei gleichzeitig laufen würden, hätten wir die doppelte Laufzeit und wir hätten die Messung wäre witzlos im Prinzip. Genau, also das sind so die typischen Szenarien, die man damit abbilden kann. Es gibt bestimmt auch noch andere wilde Szenarien. Letztendlich ist es einfach ein Baukasten, den man sich zusammensetzen kann, wie man das haben will. Die Installation ist nicht wirklich kompliziert. Es gibt auf modgearman.org gibt's fertige Pakete für CentOS, Red Hat und SUSE. Da ist auch Gearman selbst mit dabei. Seit in Debian 7 Wheezy wird modgearman selbst, also als natives Paket, einfach mit dabei sein. Das heißt, da muss ich nichts konfigurieren, ich kann einfach abgedehnt so modgearman machen und bin glücklich.
Genau, an der Stelle ein Dankeschön an das Debian Monitoring Team, die tun da eine tolle Arbeit machen. Es gibt auch ein Console Labs Repository mit diversesten Paketen drin, die eben aus der Ecke kommen. Da ist dann ModGMN, GMND, Truck, OMD, alles auch noch mit dabei. Wenn wer das verwenden will, kann das gerne tun. In OMD selber ist ModGMN auch enthalten. Genau, das NAP-Modul muss ich eben, ja, lade ich über diese Broker-Zeile einfach in meinen Agios rein und damit ist auf der Seite erstmal alles getan. Also im einfachsten Falle, wenn ich erstmal nur diese einfache Konstellation habe mit Worker auf derselben Maschine, lade ich die Broker-Zeile, starte meinen Agios durch, muss den GMN-Daemon starten, starte meinen Worker und damit habe ich aber schon alles laufen, was ich brauche. Also im einfachsten Falle kann diese Server CFG eben auch sowohl für den Worker als auch für das NAP-Modul verwendet werden. Wenn das wirklich alles auf derselben Maschine läuft, können die sich die 1:1 die Konfigurations teilen. Also da muss ich noch nicht mal verschiedene Konfigurationsfiles erstellen. Wie ich vorher schon gesagt habe, die Konfiguration ist immer, also die Konfiguration des NAP-Moduls ist immer die Summe aller Worker. Das heißt, habe ich nur einen Worker, der Host Services Event Handler macht, habe ich das auch in meinem NAP-Modul. Wenn ich jetzt einen Worker habe, der Event Handler macht, der andere macht keine, aber dafür eine Hausgruppe, habe ich eben in Summe auf Nagios-Seite, muss ich eben quasi alles aktivieren, für was irgendwie ein Worker da ist. Ich kriege dann ein Problem, wenn ich zum Beispiel im Nagios selber irgendeine Hausgruppe definiere, in die bestimmte Checks rein sollen, aber keinen Worker dafür habe, dann wird die Queue volllaufen und ja, ich werde dann nie ein Ergebnis kriegen, werde dann irgendwann nach 10, 15 Minuten werde ich offened Checks bekommen und Nagios wird sich beschweren, dass da nie ein Ergebnis zurückkam. Aber das ist im Prinzip der eigentliche Knackpunkt, also da werden die meisten Fehler gemacht. Das NAP-Modul muss einfach die Summe aller Worker sein. Ich habe noch eine Reihe von Konfigurationsparametern. Ich kann eben über Config, kann ich auch Config-Files einbinden. Also ich kann entweder alles in diese Parameterzeile reinpacken, wenn ich will. Aber inzwischen sind es doch ein paar Parameter. Insofern kann ich das über Config-Files dann schön machen. Mit Server kann ich eine beliebig lange Liste von GMN-Daemons angeben. Also es ist nicht auf einen GMN-Daemon festgelegt, sondern ich kann auch zwei oder drei, also mehr als zwei bringt es eigentlich nicht. Also das Bottleneck ist dann irgendwann nie der GMN-Daemon selbst. Die Kommunikation selbst ist verschlüsselt über AES-256. Insofern kann ich das hier deaktivieren, wer will. Oder eben einen Key oder einen Key-File vergeben. Das muss, ja, also es gibt halt einen Shared Key zwischen Workern und dem NAP-Modul. Das muss identisch sein, sonst können sie nicht miteinander kommunizieren. Vorhin hatten wir schon ein paar gesehen. Ich kann eben, wenn ich Services ausschalte, wird dieser Worker Services ausführen. Bei Hosts wird der Host Checks ausführen. Bei Hostgruppen wird der Host und Services aus dieser Gruppe ausführen. Also das ist nicht auf Hosts beschränkt, aber meistens habe ich ja, wenn ich meine Netzwerktopologie irgendwo in Hostgruppen abbilde, mache ich das ja nicht mit Servicegruppen, sondern mit Hostgruppen. Insofern gibt es hier die Möglichkeit, über Hostgruppen das Ganze zu verteilen, aber eben auch die Möglichkeit, noch diese Servicegruppen zu verwenden, wenn ich das eben in Ausnahmefällen machen will. Eventhändler ist dann ein Worker, der alle Eventhändler ausführt. Das ist dann nicht mehr verteilt nach Hausgruppen, das ist einfach ein Worker, der Eventhändler ausführt. Das kann ein ganz normaler Worker sein, der macht das einfach mit, aber ich kann hier auch dafür dediziert einen angeben, wenn ich will. Über Local Host Groups und Local Service Groups kann ich davon aber auch natürlich wieder Services ausschließen. Ich will ja zum Beispiel, wenn ich meine GMN-Infrastruktur selber monitore, will ich das Ganze ja nicht wieder über GMN-Worker laufen lassen, weil dann, wie soll er sich selber monitoren, wenn er gerade nicht erreichbar ist? Insofern kann ich über Local Host Groups und Local Service Groups auch durchaus wieder Checks davon ausnehmen und sagen, na, der Check, der soll einfach
ganz normal wie gehabt weiter von Angus oder Isinger ausgeführt werden. Und mit dem letzten Parameter, mit den Do-House-Checks, kann ich generell einfach House-Checks Nagios überlassen. Wenn ich mit der House-Check-Logik unglücklich bin, dann kann ich das auch Nagios überlassen. Machen zum Beispiel manche Leute, die dann zwar alle Service-Checks zur Lastverteilung über Gemini-Worker laufen lassen, aber ihre Hosts doch noch wieder Nagios überlassen, um diese On-Demand-House-Checks von Nagios machen zu lassen, blockiert zwar dann den Kern, aber ja. Wie entscheidet der Worker oder das NAP-Modul, wo welcher Service landet? Das habe ich hier kurz versucht zu veranschaulichen. Als erstes wird eben geschaut, ob dieser Service in einer Local Service Group oder in einer Local Host Group ist, und steigt sofort aus und lässt Nagios einfach den Rest weitermachen wie gehabt. Ansonsten kann ich mit Servicegruppen dann eben spezialisiert die Checks in bestimmte Service Group, unterschiedliche Group Name, Queues reinlegen lassen bei Hausgruppen danach, und wenn nichts von alledem zutrifft, dann wird das Ganze eben noch in Hosts und Services einfach unterteilt. Es gibt inzwischen auch noch die Möglichkeit, das Ganze über Custom-Variablen zu machen, wenn man eben keine Lust hat, irgendwie Host- oder Servicegruppen anzulegen, um sich das zu verteilen, kann ich das eben auch über eine Custom-Variable machen. Das heißt, ich setze in meinem NAP-Modul den Namen von der Variable, und im Define-Host oder im Template, kann man ja auch über Templates machen, setze ich dann einfach unterstrich Worker, eben in dem Fall Host-Group-Test, und der Worker macht dann eben diese Test-Host-Gruppe. Die muss nicht existieren, das ist dann quasi nur noch ein virtueller Name, der verwendet wird, um das Ganze eben in die richtigen Queues zu bringen. Hat halt den Vorteil, dass man im Nagios-Interface dann nicht diese Gruppen sieht. Wenn man sie nicht sehen will, dann ja, kann man diesen Weg wählen und muss nicht extra Gruppen anlegen. ModGemon selber unterstützt Embedded Perl, was in Nagios immer nie so toll war, weil es eben Memory Leaks hat und der Kern wächst und wächst und wird immer langsamer. Und wenn man sich überlegt, dass der pro Sekunde irgendwie 50 Checks forken soll und immer ständig wächst, wird das Problem natürlich immer schlimmer und mein Monitoring wird immer langsamer. Insofern verwenden das wenige Leute mit Nagios, außer die, die es dann müssen. Mit ModGemon ist es nicht so schlimm. Also die Memory Leaks sind nach wie vor da, die sind irgendwo tief in Perl drin, da kann ich auch nichts tun. Aber die Worker werden ja von Zeit zu Zeit neu gestartet. Das heißt, ich kann angeben, nach wie vielen Jobs soll sich der Worker automatisch neu starten. Nach einer bestimmten Idle Time beenden sie sich sowieso und werden dann auf je nach Nachfrage eben nachgestartet. Das heißt, dieses Problem mit dem Memory Leak ist bei ModGemon einfach nicht so drastisch. Insofern ist es durchaus okay, dort Embedded Perl Skripte zu verwenden, und performance-technisch, werden wir nachher sehen, bringt das schon auch richtig was. Als Best Practice hat sich eigentlich herauskristallisiert, dass man prinzipiell Embedded Perl anschaltet, aber eben über dieses Use Embedded Perl implicitly eben sagt, dass nur diejenigen Perl-Skripte mit Embedded Perl laufen, die auch explizit diesen Nagios plus EPN-Header gesetzt haben. Der Worker selber hat noch ein paar andere Konfigurationsoptionen, die den Identifier zum Beispiel, der würde im Fehlerfall zum Beispiel im Plugin-Output auftauchen. Das heißt, wenn wir nachher noch ein Beispiel sehen. Ich kann dafür, also per Default ist es der Hostname, und wenn ich pro Host auch nur einen Worker habe, passt das perfekt. Wenn ich jetzt aber auf einer Maschine noch mehrere Worker habe, zum Beispiel einen, um eine bestimmte Servicegruppe zu checken, und einen, der macht den Rest von dort, kann ich mit diesem Identifier eben noch Namen zuweisen. Mit Nagios 4 wird dieser Worker-Identifier auch wieder zurückgeliefert und ist dann auch über die GUI sollte dann verfügbar sein. Also das heißt, das ist noch nicht ganz fertig, aber man kann dann auch direkt in der Ext-Info-Seite dann sehen, welcher Worker hat denn diesen Check auch gerade ausgeführt. So in dem Falle sehe ich es jetzt nur im Fehlerfall. Über Min-Worker und Max-Worker gebe ich an,
in welcher Range die Anzahl der Worker sich bewegen soll. Wenn ich den Worker starte, wird er mit Min-Worker halt starten, das ist also im Prinzip wie Apache-Worker auch. Je nachdem, wie die Last ist, werden dann eben mit dieser Spawn-Rate Worker nachgestartet, bis ich Max-Worker erreicht habe. Und ja, dann laufen sie halt auf der Zahl. Das heißt, die Mod-Gearman-Worker passen sich automatisch der Last an. Das heißt, ich kann hier durchaus eine relativ große Range angeben und je nachdem, wie die Last ist, werden dann eben Worker nachgestartet, bis die Checks eben alle rechtzeitig ausgeführt werden können. Das Ganze hat einen Vorteil, wer sich das mal genauer angeschaut hat. Das Scheduling im Nagios ist nach einiger Zeit ziemlich wellenförmig. Das heißt, ich habe mal eine Minute mit 1000 Checks, dann wieder eine Minute mit 10 Checks, dann wieder eine Minute mit 1000 Checks. Dadurch kann ich das Ganze noch ein bisschen abglätten. Das heißt, ich habe nicht immer ein paar Sekunden Volllast und dann wieder eine Minute nichts. Dadurch wird das eben einfach ein bisschen ausgeglichen. Über Idle Timeout Max Jobs kann ich eben dafür sorgen, wie schnell sich die Worker, die im Moment nichts tun, aber auch wieder von selbst abbauen. Ich will ja nicht nur, weil einmal 1000 Checks ausgeführt wurden, dass dann über Stunden lang meine 1000 Worker darum idlen und nichts tun. Dub Server ist noch eine Option, mit der ich die Checkergebnisse noch nicht nur an meinen originalen Nagios-Kern schicken kann, sondern ich kann sie noch an einen beliebigen anderen Gearman-Daemon schicken, der was auch immer damit macht. Es gibt Setups, die mit Dub-Server zum Beispiel noch einen Reporting-Nagios befüttern. Das heißt, die haben einen Nagios, das führt die ganzen Checks aus, sie haben aber noch einen Nagios stehen, das hat dieselbe Konfiguration, tut aber nichts. Dann schicken sie mit dem Dub-Server einfach noch die Ergebnisse dorthin und haben sie dann einfach eben ja, dupliziert. Hier noch kurz zu den Performance-Daten, eben wie auch in der Übersicht schon gesehen. Ich kann, indem ich perf-data yes in die NAP-Konfiguration schreibe, wird das NAP-Modul alle perf-Daten in einer perf-data-Queue ablegen und wenn ich dann den PNP von Nagios Worker starte und den Gearman-Daemon oder die Daemon definiere, wird er sich von dort die Performance-Daten rausziehen und eben in seine ARD-Files schreiben. Das ersetzt? Das ist eine Alternative zu dem MPCD-Mod, welches ja auch als NAP-Modul läuft und dort die Performance-Daten abgreift. Aber eben anstatt das Ganze in einen File zu schreiben, wird es halt quasi in Memory bis zum Worker durchgereicht und dort dann eventuell noch mit dem ARD-Cache-Daemon rausgeschrieben. Das Ganze, ja, hat die komplette Kette hat bis dahin keine Platten-IO, das heißt, das ist auch irrsinnig schnell. Ganz generell, die komplette Kommunikation funktioniert ohne Platten-IO, das heißt, der Gearman-Daemon hält seine Jobs alle komplett im Speicher. Nachdem sie auch relativ kurzfristig oder kurzlebig sind, macht es auch gar keinen Sinn, die auf die Platte rauszuschreiben. Üblicherweise sind die in Millisekunden ja abgearbeitet. Und das macht die Sache natürlich auch schneller. Ich hatte vorher schon erwähnt, damit, wenn ich die Checks schon selber ausführe, dann kann ich auch gleich noch ein paar Sachen, die mich schon immer geärgert haben, kleiner mit fixen. Zum Beispiel, also früher oder beim normalen Nagios ist es so, wenn ich einen Perl-Skript schreibe und es funktioniert nicht, dann steht da Return Code 215 ist out of bounds. Und ich sage, damit kann ich aber nichts anfangen. Was Mod-Gearman jetzt macht, ist, dass es erstens noch den Worker dahinter schreibt, das ist eben dieser Identifier von vorhin, damit ich auch sehen kann, das war auf der Maschine und kann dann gegebenenfalls, wenn das Problem auf ein maschinenspezifisches Problem hinweist, kann ich das eben dann so lösen. Insofern, sonst müsste ich ja mal überlegen, wo wurde denn eigentlich gerade ausgeführt. Also das heißt, in solchen Fällen würde noch der Worker-Name mit dahinter geschrieben. Und was auch gemacht wird, es wird eben der Standard-Error-Output mit dazu geliefert. Es ist ja oft der Fall, dass ich das Problem nur umständlich nachstellen kann, dass wenn ich es dann auf der Kommandozeile versuche nachzustellen, funktioniert plötzlich alles oder es gibt eben bei Perl-Script einen Fall, dass ich halt irgendeinen Laufzeitfehler habe, der aber nur unter bestimmten Bedingungen auftritt, na dann kann ich es sowieso nicht mehr nachstellen. Deswegen gehen wir das einfach mit aus und haben wir dann einfach nur zusätzliche Informationen und ich kann gleich meinen Plugin korrigieren.
wenn er sich das Plugin selber beendet, dann wird eben auch noch der Name des Signalnamens hingeschrieben. Also taucht ständig die Frage auf, ich habe ein Perl-Skript, das hat sich mit Error Code 142 beendet, was bedeutet das denn? Dann ist es irgendwie SigPipe oder sowas, dann ist das schon mal ein Hinweis darauf, was es denn sein könnte, muss ich nicht erst umständlich rumrechnen. Nichts Wildes, aber es macht das tägliche Leben ein bisschen einfacher. Als kleines Goodie gibt es noch diese Exports, die man konfigurieren kann, die dann bestimmte, also im Kern gibt es sogenannte diese Callbacks, die einfach Daten zur Verfügung stellen, und über diesen Export kann ich mir zum Beispiel Logfile-Daten auch in eine GMMQ schreiben lassen. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Reporting-System habe, welches Verfügbarkeitsdaten berechnet, ja, dann brauche ich die Logfile-Daten irgendwo. Und anstatt jetzt irgendwie das Logfile selber ständig zu parsen, kann ich mir eben über diesen Export das Logfile als JSON-Daten exportieren lassen und dann zum Beispiel einen speziellen Worker schreiben, der mir diese Logfile-Daten einliest, passt, was auch immer damit macht. Von mir aus auch wieder eine Datenbank schreibt, aber es ist asynchron vom Nagios-Kern und bremst den nicht, wenn jetzt plötzlich mal 100.000 Logzeilen auf einmal daherkommen. Genau. Um GMN drumherum gibt es natürlich eine ganze Reihe von Tools, die einem das Leben mit GMN etwas einfacher machen. Das erste davon ist GMN Top, welches mir nach Angabe eines GMN-Daemons alle Queues anzeigt, die da aktuell existieren, und sagt, wie viele Worker sind verfügbar, wie viele Jobs warten, wie viele Jobs sind aktuell, werden gerade ausgeführt. Es gibt inzwischen auch irgendwie Batch-Mode, manche Leute haben da wohl Skripte drumherum geschrieben, um das dann automatisch wieder weiter zu verarbeiten. Aber manchmal ganz hilfreich, man würde hier auch sofort sehen, genau diese Host-Group No-Worker. Das ist ein typischer Fehlerfall, wenn gar kein Worker available ist, ist definitiv ein schlechtes Zeichen. In dem Fall ist es aber Absicht, um das mal zeigen zu können. Und wir werden eben dann sehen, dass die wartenden Jobs einfach ansteigen, bis dann ein Worker kommt oder eben auch nicht. Prinzipiell ist es aber auch so, auch diese Queues werden sich nicht unendlich füllen. Im normalen Modus wird so ein Unique Key gesetzt, das heißt für jeden Host und für jeden Service ist immer nur ein Job in diesem Messaging-System. Also das heißt, wenn ich einen Service irgendwie 20 Mal schedule und der braucht aber eine Minute, um ausgeführt zu werden, dann wird denn jetzt nicht 20 Mal gequeued und 20 Mal ausgeführt und jeweils das Ergebnis zurück, sondern eben nur einmal. Also das so, da ist automatisch quasi eine Duplikatserkennung mit dabei. Das heißt, diese Hausgruppe, die nicht existiert, wird maximal so lange steigen, so viele Hosts und Services ich dort drin habe. Natürlich wird mit ModGMN meine Infrastruktur nicht weniger komplex. Insofern muss ich dafür sorgen, dass sie funktioniert. Dafür gibt es CheckGMN, mit dem ich zum einen die GMN-Daemon selber monitoren kann, indem ich einfach mit H-Job-Server angebe, ja, 4730, und dann den GMN-Daemon selber prüfen kann. Der liefert mir auch schöne Performance-Daten, die ich dann irgendwie auch bunt malen kann. Er würde sich dann beschweren, wenn ich zum Beispiel Queues habe, die gar keine Worker haben, aber Jobs definiert haben, die darauf warten, ausgeführt zu werden, dann würde dieser Check anschlagen. Er würde auch dann anschlagen, wenn die Queues exorbitant hoch werden, beziehungsweise kann ich dann eben über Schwellwerte definieren. Ist also auf jeden Fall zu empfehlen, wer GMN einsetzt, sollte auch dafür sorgen, dass die Infrastruktur funktioniert und auch überwacht wird. Um passive Checks an den Kern zu schicken, gibt es eben dieses SendGMN, was eben dieselbe Funktionalität wie Send eines CA bietet. Und darüber hinaus kann ich damit auch noch Active Checks quasi wieder zurückschicken. Und über Latency Startime gibt es eben noch ein paar mehr Optionen, die mir dann eben diese Attribute auch im Nagios-Kern dann wieder zur Verfügung stellen. Normalerweise ist ja so, dass bei passiven Checks halt eben diverseste Informationen verloren gehen. Wann wurde der Check ausgeführt? Wie lange hat er denn gedauert? Und wie hoch war die Latency? Kann ich damit eben dann aber doch wieder setzen. Also das heißt, ich habe dort die Möglichkeit, auch wieder passive Checks zurückzuschicken. Und das eben sogar mit aktiven Checks.
glaube, inzwischen gibt es auch einen Modus, der das Ganze auf Standard-In liest, sodass ich wirklich mehrere Zeilen auf einmal dort durchpumpen kann. Dabei ist halt immer das Problem, dass ich dann keinen mehrzeiligen Plugin-Output haben kann. Insofern geht das damit schon, aber dann halt nur ein Ergebnis auf einmal. Checkmulti ist cool und bietet mir die Möglichkeit, eben viele Checks in einzelne Services aufzutrennen. Normalerweise funktioniert Checkmulti ja so, ich habe einen Config-File, da stehen 30 Checks drin, die werden der Reihe nach ausgeführt und im einfachsten Falle werden die alle in einen Service zurückgepumpt und der zeigt mir dann das Gesamtergebnis für diese 30 Services an. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wieder zu sagen, diese 30 Einzelchecks will ich aber wieder als 30 einzelne Services haben. Und damit habe ich jetzt mit SendMulti die Möglichkeit, das Ganze auch wieder über SendGearman zurückzuschicken. Das heißt, vom Scheduler selbst aus wird ein Check getriggert, der Check geht auf die Maschine oder macht was auch immer, führt diese 30 Checks aus und über SendMulti werden die dann wieder in diese 30 Services einsortiert. Das heißt, sind dann natürlich passiv und ja, und ich habe aber trotzdem die volle Möglichkeit von Checkmulti mit irgendwelchen Perl-Geschichten da noch wilde Sachen zu machen. Genau, im Prinzip funktioniert es eben so, dass ich Checkmulti mit diesem Report-Modus und einem Config-File ausführe, in das Sendmulti reinpipe, dem noch die Config angebe, ich muss ihm ja sagen, wo er es hinschicken soll und dann sortiert er das ein. Das Schöne dabei ist, man kann über -i kann man inzwischen bei dem Checkmulti eben dann aber aus einer ganzen Reihe von diesen 30 Checks auch sagen, ja, na, insgesamt dauert der Check dann irgendwie 3 Minuten. Ich will aber jetzt kurz mal einen reschedulen, da kann ich mir das so konfigurieren, dass dann eben mit -i Checkmulti ausgeführt wird und dann wird zum Beispiel nur ein spezieller Check von diesen 30 Checks ausgeführt und ich habe trotzdem schnell mein Ergebnis noch da. Also das heißt, ich habe zwar dann quasi einen aktiven Agenten-Check, kann aber trotzdem jeden von diesen 30 passiven Checks per Reschedule trotzdem anschmeißen und kriege direkt ein Ergebnis zurück, sofern die jetzt nicht intern irgendwelche 15 Dependencies haben und sich gegeneinander berechnen, aber im Normalfall funktioniert das einwandfrei. Als nächstes gibt es noch den Gearman Proxy, das ist einfach nur ein kleines Perl-Skript, welches mir beliebige Messages aus einem Gearman-Daemon in einen anderen Gearman-Daemon pumpt. Ich kann das zum Beispiel machen, wenn ich eine DMZ habe und daraus keine Verbindungen zu meinem Nagios-Daemon zum Beispiel aufmachen darf. Dann kann ich mit dem Gearman-Proxy die Verbindungsrichtung so gesehen umdrehen, indem er einfach ja, Q-Hausgruppe A in den Gearman, die man auf der anderen Seite, also auf der DMZ-Seite pumpt und die Check-Results aus dem Gearman, DMZ in mein Haupt-Gearman, die man pumpt, um sie dort dann auslesen zu lassen. Ja. Prinzipiell ist es so, dass alle Verbindungen immer von dem Worker ausgehen oder eben von dem Nagios. Also das heißt, der Gearman, die man selbst weiß nicht, wie viele Worker da sind. Also er weiß natürlich, wie viele mit ihm verbunden sind. Aber er macht selber keine Verbindungen auf, die werden alle quasi von außen zu ihm aufgemacht. Und damit kann ich eben die Verbindungsrichtung noch steuern. In dem Dashboard von Truck haben wir auch noch dann 2 Panels reingebaut. Im Prinzip entsprechen die dem Gearman Top. Und ich kann dann auch dort schön sehen, welche Queues gerade viel zu tun haben und welche nicht und habe in der Mitte auch noch irgendwie mehr oder weniger Echtzeitgrafen, wie viele Worker gerade laufen und wie nicht. Genau. So, zum Abschluss habe ich noch ein paar Performance-Tests gemacht und mal ModGearman gegen den Rest antreten lassen. Das Ganze ist mehr oder weniger Default-Config. Ich habe alle Tests mit eben mit Live-Status und ModGearman geladen. Und das ist eine einzelne kleine VM mit 2x2,5 GHz und 512 MB RAM. Und ich habe einfach mal geschaut, was geht denn da pro Sekunde durch.
habe ich 5 Testskripte geschrieben. Das einfachste ist dieses kleine C-Skript, das macht einfach nur ein Exit 0 und das passt. Shell-Skript genauso, Perl-Skript genauso, machen alle einfach nur ein Exit 0. Es geht nur darum, den Overhead zu prüfen, der möglich ist. Und eben dann noch, wie sich das Ganze mit Embedded Perl auswirkt. Was wir sehen ist, ja, es ist schon schnell. Wie gesagt, es war eigentlich nie Sinn der Sache. Sinn der Sache war, das Ganze irgendwie als verteiltes Monitoring da eine Lösung zu bieten. Und dann hat sich irgendwie herausgestellt, dass es auch noch echt flink ist. Also im Gegensatz zu einem Nagios schaffe ich bei einfachen C-Checks einfach 4-mal so viele Checks auf derselben Maschine. Im Gegensatz zu Nagios 4 immer noch doppelt so viel, weil Nagios 4 auch noch nicht fertig ist. Insofern, alle Änderungen, die quasi an Nagios 4 zugutekommen, kommen letztendlich auch irgendwo ModGearman zugute. Wenn die Event-Queue schneller abgearbeitet wird, dann ja, wird auch ModGearman nochmal schneller. Was man auch noch sieht, ist, dass eigentlich kein Unterschied zwischen C, Bash und Perl ist. Zumindest bei einfachen Skripten. Wenn ich jetzt nicht irgendwie zigtausend Module verwende, dann hält sich das alles noch ziemlich die Grenze. Und dieser Fat-Perl-Check, da habe ich mal versucht, einen großen Perl-Check zu machen, der lädt dann Moose und Catalyst und das dauert schon mal mindestens eine Sekunde auf normalen Schwingen. Ist sehr abhängig eben von der Festplattenlast. Da haben dann durch die Bank alle noch so einen Check pro Sekunde gemacht. Das war das Maximum. Mit Embedded Perl aber immerhin doch noch eine beachtliche Zahl. Zwar nicht ganz so viel wie die normalen Checks, aber also bei Nagios, ich singe ja irgendwie um den Faktor 60, 70 schneller als normal und bei Gearman immerhin noch, ich glaube, es waren 27 mal so schnell. Liegt daran, dass ich natürlich mehrere Worker habe. Das heißt, dieser Embedded Perl Cache ist natürlich für jeden Worker einzeln, sonst hätte ich ja wieder das Problem, ich habe einen einzelnen Prozess, der ständig forkt. Also insofern ist das da nicht ganz so performant, aber dafür kann ich es natürlich auf mehrere Maschinen verteilen. Ja. Ja, also die Frage, warum man das dann nicht als Standard dazulegt, die Sache ist natürlich ganz einfach, das macht das Setup natürlich schon komplizierter und ich muss mich damit beschäftigen. Also es ist nicht so, dass ich es einschalte und glücklich bin, im Idealfall schon, aber ich muss mich trotzdem darum kümmern. Es kommen Komponenten dazu, die ausfallen können, die gewartet werden wollen, wenn ich diese Performance nicht brauche, dann sollte ich das auch nicht verwenden. Also wenn es ohne auch läuft, ja, tue ich mir keinen Gefallen, wenn ich meine Installation einfach nur komplizierter mache. Also. Verstanden. Und die zweite Frage ist, wenn ich es verstanden habe, ersetzt es doch so diese ganzen Satellitenkonstrukte oder ist eine Alternative dazu? Ja. Und die Satellitenkonstrukte sind ja jetzt auch nicht gerade wenig komplex. Mhm. Da scheint mir das nicht durchaus. Genau, dafür war es gedacht. Wer macht denn sowas? Wir haben das gemacht. Wir haben das ausgemacht, aber mich hat es irgendwann genervt und dann habe ich ModGearman geschrieben. Genau. Ganz zum Schluss habe ich noch einen Vergleich zwischen Nagios 3 und Nagios 4. Also wie gesagt, alles das, was Nagios 4 schneller macht, macht ModGearman eben auch schneller. Und während auf meiner Testmaschine. Also die Zahlen sind eher in Relation zu sehen als die absoluten Zahlen, weil sie natürlich von viel mehr Faktoren abhängig sind. Welche CPUs habe ich, wie schnell ist die Festplatte? Aber während auf meiner Testmaschine hier bei 500 Checks pro Sekunde bei Nagios 3 ungefähr Schluss war, habe ich bei Nagios 4 immer noch 2000 Checks pro Sekunde durchbekommen. Dann aber schon mit externen Maschinen, die auch noch Checks ausführen. Also wir sehen, wir haben immer noch den Dual-Core-Prozessor, einen Prozessor ist mehr oder weniger unter Volllast, das ist dann der Nagios-Prozess. Wenn der quasi am Anschlag ist, kriege ich 2000 Checks pro Sekunde dadurch. Das ist so das Maximum, was da mit einer Instanz quasi möglich ist. Zumindest auf der Hardware. Also, das, ich kann es auch nicht lesen. Das dürfte die User-CPU-Zeit sein und das ist die System-CPU-Zeit mit der Skala von 0 bis 100. Also das heißt,
hier bei 50% ist halt eine CPU komplett ausgelastet. Der rote Strich ist die errechnete Anzahl an Checks, die pro Sekunde eigentlich gemacht werden sollten. Und der blaue Strich ist der tatsächliche Strich. Also bei Nagios 4 habe ich mit einer fixen Anzahl einfach den Test für ein paar Minuten laufen lassen, während bei Nagios 3 habe ich halt quasi langsam die Anzahl der Services gesteigert, bis Nagios dann quasi die Kurve macht. Also das heißt, man sieht ja bis kurz vor Schluss sind die tatsächlich ausgeführten Checks immer über der Soll-Linie und dann zum Schluss bricht es dann eben ein. Also ja, das war es ohnehin schon. Insofern gibt es Fragen. Also die Frage war, ob ModGearman denn mit allen ModGearman-Versionen zusammenarbeitet oder eben nicht, oder beziehungsweise die Aussage war, dass es nicht der Fall ist. Das stimmt. GearMan Daemon selber wird auch weiterentwickelt und da passieren auch Fehler. Insofern gibt es auf der ModGearman-Homepage eben eine Liste mit auf jeden Fall funktionierenden Versionen von GearMan Daemon. Wenn man die Repositories von Labs nimmt zum Beispiel, dann hat man auch eine funktionierende Version dabei. Bei OMD sind auch passende Versionen mit dabei. Nein, die Frage war, ob bei Hausgruppen auch die Eventhändler über diesen Worker ausgeführt werden. Nein, das ist nicht der Fall. Es werden alle Eventhändler über diesen Eventhändler-Worker ausgeführt. Nein, kann man nicht. Man könnte immer noch per SSH dann draufgehen und dann den Schaden. Also aktuell, also wirklich geplant ist es eigentlich nicht, aber technisch gesehen ist es auch nur eine kleine Änderung. Also ist jetzt kein Wunderwerk dahinter. Okay, nehme ich mit. Er verwendet sowieso immer nur den ersten, den er findet. Also ich kann nochmal ganz auf das erste Bild zurückspringen. Es ist so, dass sich Worker so gesehen immer zu allen Jobservern verbinden und von allen, die die Jobs annehmen würden. Ein Client verbindet sich oder kann sich theoretisch auch zu mehreren Jobservern verbinden, aber schickt das natürlich immer nur an den ersten, den er erreicht. Also wenn einer davon wegbricht, läuft einfach die komplette Kommunikation über den, der noch da ist. Ja. Nee, aber das habe ich mir auch schon mal gewünscht. Also prinzipiell unterstützt GearMan selber auch so gesehen eine Retention oder eine Persistenzschicht, die zum Beispiel auf MySQL aufsetzt oder SQLite oder so weiter, macht die Sache natürlich sehr, sehr viel langsamer. Aber ich habe dann zumindest die Möglichkeit, in der Datenbank zu gucken, was ist denn aktuell eigentlich drin. Die Sache ist allerdings die Jobs sind alle so extrem kurzlebig. Also ich stecke einen Check rein. Und zwei Millisekunden später holt sich ein Worker die raus und verarbeitet sie. Also das heißt, es lohnt sich eigentlich nicht, die irgendwo persistent runterzuspeichern, weil ich habe außer dem Performance-Verlust eigentlich keinen Vorteil davon.
Ja, das hatte ich auch schon mal. Es gibt eine Einstellung dafür, die heißt irgendwie Use Unique ID, da die mal einschalten, dann, also da hakt es dann manchmal. Also was nicht geht, ist, ich kann natürlich nicht einen HTTP-Check zum Beispiel von 5 Workern gleichzeitig ausführen lassen. Dafür ist es nicht gedacht. Oder? Ja, genau, also das würde gehen. Ja. Also die Frage ist, ob ich eben einen HTTP-Check zum Beispiel von 5 verschiedenen Standorten ausführen kann. Das geht, wenn ich dafür 5 verschiedene Services aufsetze und zum Beispiel eben über diese Custom-Variable Worker eben spezielle Worker zuteile. Ja. Wie gehabt, also nach einer gewissen Zeit stellt er fest, dass das Ergebnis ausbleibt. Und der Check wird dann critical. Steht da Service Check orphaned. Und ModGearman würde aber noch also würde zumindest den Queue-Namen mit dazu schreiben, um schon mal den Hinweis zu geben, welche Queue denn dieser Check eigentlich angehört, um zu sehen, ja, wo es sagt. Ja. Gibt es hier nicht. Nee, also das Gearman Framework an sich ist irrsinnig schnell, aber dafür kann es auch relativ wenig. Also das, was es tut, tut es sehr schnell, aber dafür muss man auf manche Sachen verzichten. Noch weitere Fragen? Ich bin sonst auch noch eine Stunde da. Halten sich alle bedeckt. Wunderbar. Dann vielen Dank, Sven. Bitte.